Der Norden liest. Heute sind wir im Literaturhaus in Kiel. Ich freue mich auf zwei wunderbare Autorinnen. Einmal kommt Karin Köhler. Sie hat den Erzählband geschrieben, Wir haben Raketen geangelt. Das sind 9 Erzählungen zu den großen Fragen und großen Brüchen des Lebens. Und Lucy Fricke kommt mit Takeshis Haut. Ein Buch über eine Frau, die nach Japan reist. Und da kommt einiges im wahrsten Sinne des Wortes in ihrem Leben in Bewegung. Außerdem gibt es auch Musik. Ich freue mich besonders, dass Mara Simpson heute bei uns spielt. Eine Singer-Songwriterin. Also es wird ein bunter Abend. Das ist vielleicht jetzt nicht mehr allen so präsent, aber am 11. März 2011 war die Dreifachkatastrophe in Japan. Und ich habe dann sehr lange überlegt, ob ich da hinfahren soll oder nicht, also direkt 2-3 Wochen später. Ich habe es dann am Ende getan und dann war ich in Japan, in einem völlig veränderten Land. Wir akzeptieren das Unvermeidliche in der Hoffnung, dass es nie passiert. Die Traurigkeit verschwindet, wenn wir feiern, wenn wir trinken und beim Liebe machen. Er drückte sie an sich und sie wurde kleiner in seiner Umarmung, schrumpfte auf Mädchengröße, bis sie ganz geborgen war und ruhig. So blieb sie die ganze Nacht, merkte nicht einmal, dass sie sich am frühen Morgen nur noch an der Erinnerung seines Körpers festhielt, der jetzt mit einem Einkaufswagen in der Hofeinfahrt verschwand. Nichts als Wasser, Bier und Instantnudeln hatte er besorgt, den Wagen gefüllt bis zum Rand. Bei Japan, wie sie selbst ja auch gesagt hat, denkt man sofort an Fukushima und dann schafft sie doch, das doch, glaube ich, so einen gewissen Kontrast dazu schaffen dazu. Also ihre persönlichen Erlebnisse, eine Liebesgeschichte offenbar spielt eine Rolle. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Spannungsfeld für so ein Buch. Ich fand ihn echt gut. Also ich fand, man ist so, man konnte ihr so gut folgen und sie hatte auch eine richtig angenehme Stimme. Und irgendwie hat es einen so berührt, fand ich, als sie gesprochen hat. Beides ganz hervorragend, sowohl die Literatur als auch die begleitende Musik. Das ist eine interessante, eine sehr sensible Literatur. Eine Literatur, denke ich, die keine Effekthascherei betreibt, sondern die ganz sich auf sensible Eindrücke konzentriert und versucht daraus einen neuen Blick auf die Welt zu gewinnen. Vielleicht war er unfähig, die Mitte zwischen diesen Zuständen zu finden. Vielleicht war er wie sie. Trotz der Kühle setzten sie sich unter einen Kirschbaum, der noch nichts von seiner Schönheit verriet. Karg und verschlossen stand er da. Doch Takeshi meinte, er könne ihn schon riechen. Den süßen Geruch von Jugendliebe, unschuldig und vergänglich. Sie schloss die Augen und hörte weit in der Ferne einen kurzen Frühling, der sich auf den Weg machte. Irgendwo habe ich mal von dir gelesen, dass du gesagt hast, auf der Bühne als Schauspielerin zu stehen, ist viel weniger schlimm, als so aus deinem eigenen Buch zu lesen. Wie kann das denn sein? Wenn ich hier als Autorin stehe, dann bin ich ja nackt, weil ich die Inhalte, die ich hier vertrete, auch alle selber produziert habe, kann ich mich nicht mit rauswinden. Als Schauspielerin hat man ja immer so eine Figur oder eine Inszenierung oder ein Kostüm, meinetwegen auch, hinter dem man sich so ein bisschen verstecken kann und man redet Texte, die man nicht selber geschrieben hat. Ich traue mich nicht, ihn anzufassen. Papa, ich starre auf seinen Brustkorb, um zu erkennen, ob er sich bewegt, kann aber nichts ausmachen, kein Heben, kein Senken. Was, wenn er jetzt auf einmal doch tot ist? Was, wenn er es diesmal geschafft hat? In mir brennt alles und ich sage leise seinen Namen, flüstere ihn fast und erinnere mich daran, wie Mama ihn ausgesprochen hat, bevor sie ihn für einen anderen verließ, den sie auch schon wieder verlassen hat. Was, wenn ich sie gleich anrufen muss und ihr sagen muss, dass er tot ist, sich ihretwegen totgesoffen hat, es endlich geschafft hat? Der Gestank krallt sich in meinen Magen. Ich halte mir eine Hand vor Mund und Nase und fühle mit der anderen Hand an seinem Hals nach einer Ader, einem Herzschlag, irgendeinem Lebenszeichen. Und als ich mir sicher bin, dass er es diesmal geschafft hat, dringt aus der Tiefe seines Komas ein Schnarcher und er schließt schmatzend seinen Mund. Ich sollte es sein, aber ich bin nicht erleichtert. Ich stehe auf, öffne das Fenster, räume die Flaschen und Dosen in die Küche, wasche ab, leere die Aschenbecher aus. Ich nehme meinen Rucksack und den Müll, flüstere Ciao, Papa. Im Fahrstuhl denke ich mir eine Ausrede für meinen Chef aus.
Ja. Tut mir leid. Das Leben ist kein Ponyhof. Bei Karin Köhler habe ich gemerkt, das ist auch eine Generationsfrage, den Text so zu mögen, wie sie ihn gestaltet hat. Ich finde die Idee einfach grandios und witzig. Mich hat es nicht angesprochen, aber ich glaube, das ist eine Generationsfrage. Sehr gut. Also ein bisschen spontaner ist der erste, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und im Grunde, ja, hat mich schon ganz... Er war packend. Er ist sehr realistisch und ich habe solche Situationen erlebt, wie mit dem Alkoholiker und so weiter. Während die erste Dame, das ist doch für mich mehr Literatur, mehr poetisch. Ich finde, dass Text und Thema sehr interessant verknüpft ist. Also die Themen sind da sehr ernsthaft und trotzdem wird damit spielerisch umgegangen. Das fand ich sehr interessant. Die Seebestattung war für einen Po. Gemeinsam hätten wir uns schlapp gelacht über deine kotzende Mutter und den leiernen Pastor an Bord. Aber ich stand alleine da und dachte, wie banal alles ist. Mir war elend, weil ich meinte, irgendetwas Feierliches müsste geschehen. Plumps machte die Urne und mein Mund wurde schief. Fühle mich amputiert. Könntest du nicht sein wie Jesus und bald wieder auferstehen? An einem Freitag, ja? Ich fände das nur anständig. 26. Zeit ist ein Kaugummi, aus dem der Geschmack entwichen ist. Mir der Abend sehr gut gefallen, vor allem die Mischung mit Literatur und Musik, das fand ich sehr anstrengend. Die Musik fand ich hammer, ja. Die war echt gut. Sehr gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier war.